Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmfabrik. Ja, ihr merkt schon, wir haben letztens einen Talk gemacht und der kam anscheinend sehr gut an, denn deswegen seht ihr das gerade auch, was passiert. Denn wir haben uns gesagt, falls das gut ankommt, dann machen wir noch so einen zweiten Talk und vielleicht ja noch mehr in Zukunft. Wir sind quasi direkt nach dem ersten Talk. Wir sitzen immer noch hier und haben immer noch das gleiche Bier, dasselbe Bier und haben beschlossen, einfach weiterzumachen und über das nächste Thema zu sprechen. Und da passt doch thematisch eigentlich wunderbar. Wir haben das letzte Mal die ganze Zeit über die besten Filme aller Zeiten gesprochen. Dann sprechen wir doch jetzt einfach mal über die besten Serien aller Zeiten. Nicht wahr? Da habe ich euch auch gebeten vorher. Ich habe euch gestern geschrieben und gesagt, bitte sucht euch mal eure Lieblingsserien aus, die Serien, die ihr für die besten haltet, und verratet mir doch in diesem Talk, was diese Serien sind. Die drei wolltest du haben. Ich habe ja immer geschrieben drei. Ja, ich habe auch ein paar mehr. Letztes Mal waren es ja auch nicht drei Filme, sondern 30, und mal schauen, wie das dieses Mal wird. Ich habe ja auch noch mehr Fragen. Ich habe so eine Theorie, was hier auf Platz 1 steht. ich glaub, weiß nicht, ob wir dafür noch viel drüber reden müssen. Wollen wir direkt mal drüber sprechen? Und ja, das die Nummer 1 ist natürlich Lindenstraße. Lindenstraße. Ja. Fun Fact, ich war schon mal in der Lindenstraße drin. Für jetzt. Ganze 3 Sekunden war meine Schulter zu sehr. Nein! Ah. Siehst du, hätte ich das jetzt eigentlich einen schlechten Gag nicht gemacht, hätten wir diesen Fun Fact niemals. Nee, ich will aber auch tatsächlich jetzt nicht über die eine Serie sprechen, sondern fangen wir doch mal, Marius, fang mal an. Nicht Game of Thrones, ja? Erstmal nicht. Okay. Nein, ich habe hier auf Platz 2 eine Serie, die maßgeblich für die weitere Serienentwicklung der 90er dazu. Twin Peaks. Genau, das ist Twin Peaks. Natürlich Twin Peaks. Natürlich David Twin Peaks. David Lynch hat in 2 Staffeln eine sehr bizarre Serie geschaffen. Die aber auch gar nicht bizarr anfängt, aber erst im Verlauf extrem bizarr wird. Mit tollen Charakteren, mit einigen. Sie ist nicht perfekt. Sie hat einige Szenen, wo man sagen muss, hey, was ist das? Es gibt einen Soap-Teil mit Liebesgeschichte und so. Das ist so, was ist denn hier? Und die zweite Staffel lässt auch nach, sobald halt das Geheimnis gelöst ist, was man auf keinen Fall spoilern darf. Nee. Ich glaube, das ist auch einer der ersten riesengroßen Spoiler-Dinge auch gewesen. Jemand hat sich alle gefragt. Ich habe es noch nicht gesehen. Nee, aber wer hat Laura Palmer umgebracht? Ist halt das Ding gewesen in den 90ern. Mhm. Das ist los? Kein Spoiler. Ja, warum? Darum geht's. Das ist die erste Szene. Stirbt jemand. Also damit fängt's an. Damit fängt Twin Peaks an, die Serie. Du hast Star Wars gespoilert, weil da in der ersten Minute was gesagt wurde. Ja, das ist der Aufhänger in der Serie. Ja, also damit fängt die Serie an, dass eine Tochter getötet wird. Und es ist ziemlich. Also ich glaube, man braucht heutzutage ein bisschen was, um da reinzukommen. Allerdings, es ist sehr sperrig. Die Charaktere, also. Auf jeden Fall. Es ist eine großartige Serie, das stimmt, super, absolut. Super. Es hat Comedy-Teile, es hat abstruse Teile, die auch nicht erklärt werden. Ja. Mystery ist mit drin und dann kommen halt Serien wie Akte X, resultieren halt daraus. Ich finde, Twin Peaks steht so für sich selbst. Es ist tatsächlich, man kann es schwer in eine Schublade einräumen. Ich finde auch innerhalb der Serie so abwechslungsreich und so viel Verschiedenes ist da drin und es geht in so verschiedene Richtungen. Großartig. Ich bin auch sehr gespannt auf das neue Twin Peaks. Das soll ja nächstes Jahr, glaube ich, erscheinen. Oder wird das nochmal nach hinten geschoben? Wie war das? Es müsste eigentlich dieses Jahr kommen müssen. Ja, aber es kommt erst nächstes Jahr, ne? Es kommt nächstes Jahr. Genau. Da bin ich sehr gespannt drauf. Man muss sagen, dass es von David Lynch ist. Ja. Der bekannt ist für diese sehr abstrusen Geschichten, diese etwas verwirrenden. Also, ich glaube, die häufigste Interpretation von David Lynch ist, das ist eine Nahtoderfahrung. Ja. Das hat ja auch einen Cast von sehr vielen Schauspielern, mit denen er sehr oft mitspielt. Zum Beispiel in Eraserhead schon mitgespielt. Ich finde seinen Nachnamen mit Lachlan. McLachlan spielt ja auch in Blue Velvet zum Beispiel. McLachlan spielt in Blue Velvet mit und hatte so ein bisschen Stammbesetzung mit drin. Viele sind schon tot leider, deswegen wahrscheinlich nicht in der dritten Staffel dabei. Aber diese Serie ist halt das Ding. Ja. Ich habe es sehr spät erst gesehen, aber ich finde es super toll. Also das Intro ist ein bisschen kitschig, aber die Musik ist auch ganz toll. Ich finde das Intro toll. Nee, also auch, Falling ist es toll. Es ist auch der Inbegriff von Kleinstadt, dieses Twin Peaks. Es geht halt auch darum, dass es in einer sehr kleinen Stadt spielt. Es sieht kleiner aus, als es ist. Es hat 52.000 Einwohner, glaube ich. Ja, auch 52.000 sind auch eine Kleinstadt. Aber es sieht aus, als wenn es halt nur so 20 Häuser. Das stimmt. Also aber es ist halt, es gibt die Ampel, halt auch, es gibt das eine Intro, Ampel. Das Intro endet halt auch immer mit dem Close-up auf dieses Schild, wo dann auch die Population-Zahl steht. Das ist halt auch so ein, wenn man Twin Peaks mal gesehen hat, dann vergisst man dieses Bild nicht mehr von dem Schild. Das ist ja eins der einzigen Sachen, die ich davon gesehen habe. Ja. Verdammt guter Kaffee. Auf jeden Donuts Fall. Und Kaffee. Ich möchte über eine Comedy-Serie sprechen, die. Die hat der Marius noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt auch erst. Was? Welche?
Ich rede über eine andere. Die hast du, von der weiß ich, dass du sie noch nicht gesehen hast. Aber ich habe den Jonas jetzt in der Zeit endlich dazu gekriegt, sie mal anzufangen. Und du suchtest sie ja auch gerade durch, habe ich das Gefühl. Du sagst mir jeden Tag, dass du eine neue oder zwei oder drei neue Folgen gesehen hast. Und die Rede ist von, ich meine, wir haben jetzt über Twin Peaks gesprochen, über Drama. Ich möchte jetzt direkt mal den krassen Kontrast machen und wirklich zu der albernsten, nicht albernsten, aber zu der abgedrehtesten, verrücktesten Comedy-Serie kommen. Also eine der verrücktesten, die ich kenne. Und das ist definitiv It's Always Sunny in Philadelphia. Ja. Eine Serie, die hier in Deutschland überhaupt noch gar nicht angekommen ist. Die auch, ich glaube... Comedy Central hat die, glaube ich, mal gezeigt. Es gibt jetzt 11 Staffeln und genau. Ich glaube, nur die ersten 6 wurden bisher übersetzt und ausgestrahlt. Der Rest ist noch hier gar nicht angekommen. Also gibt es noch gar nicht. Ich finde, also ich habe das ja angefangen. Ja. Ich habe, du hast gesagt, so, ja, man braucht so ein bisschen Zeit, um reinzufinden. Ich fand schon die erste Staffel richtig witzig, wenn es darum geht, dass jemand in einem bei einer Abtreibungsdemonstration ist und von dem einen Lager ins andere Lager geht, weil er in dem einen Lager keine Frauen abkriegt. Ja, das ist also es geht im Prinzip um 4 Menschen, davon sind 2 auch Geschwister und die kennen sich alle seit der Highschool und die haben nach der Highschool zusammen eine Bar eröffnet. Und in dieser Bar ist halt Paddy's Pub, genau. Mhm. In dieser Bar ist halt relativ wenig los und die 4 sind allesamt in ihrer eigenen Weise, sind halt extrem komödiantische Charaktere, die alle so einen extrem eigenen, so Charaktereigenschaften haben, die bis wirklich die absolute Übertreibung sind. Also es ist wirklich der Dennis ist beispielsweise so extrem eitel und auf Frauen der, aus. Ja genau, der hat zu Hause so eine extra Schublade mit Sextapes von ihm mit Frauen. Genau. Mac ist zum Beispiel viel zu überzeugt von sich und seiner tatsächlichen Kraft. Er hält sich für den Security Officer des Pubs. Er ist auch extrem religiös und dann gibt's Charlie, den kann man gar nicht in Worte fassen, der ist einfach nur geistes... Wildcard, so wird er auch genannt. Also der ist einfach komplett verrückt. Geistesgestört, auf jeden Fall. Und Staffel 1, finde ich, fängt langsam an. Es ist ein bisschen zäh, die haben so ihren Stil noch nicht gefunden. Ja, man muss halt sagen, bis Staffel 5 ist halt alles in 4:3, man muss sich so ein bisschen... Es ist halt auch keine schön gefilmte Serie. Nee, absolut. Aber auch ist halt, Staffel 11 und so hat keine besonders schöne Kamera. Die ist halt extrem gut geschrieben. Super witzig. Und in Staffel 2 kam dann, also Staffel 1 lief an, das war halt auch super billig produziert und alles. Und in Staffel 2 haben sie halt geschafft, Danny DeVito für die Serie zu gewinnen. Und Danny DeVito spielt eine Figur, die so gut geschrieben ist, die so sich so organisch in dieses gesamte bereits vorhandene Gefüge da, also da so einfügt. Das ist einfach, und Danny DeVito macht einfach alles mit. Ich habe echt das Gefühl, dieser Typ ist jetzt in Staffel 11. Ich habe Staffel 11 jetzt letztens gesehen, die ist relativ frisch, die fand ich genauso gut wie Staffel 3 und Staffel 2 und Staffel 4 und so weiter. Ich habe das Gefühl, dieser Danny DeVito, dieser große Filmstar, der mittlerweile über 70 ist, die versuchen einfach nur noch diesen Mann in die abstrusesten Situationen zu bringen. Und es gibt auch eine Folge... Er frisst die ganze Zeit wie ein Schwein. Es gibt auch eine Folge, in der er sich mit so einer riesen Farbrolle ein T-Shirt malt. Es ist eine... Ich habe selten bei einer Serie mich so oft so totgelacht über It's Always Sunny. Gibt es eine staffelübergreifende Handlung? Nee. Oder ist einfach nur jede Folge ist irgendein Wahnsinn, so Sitcom-mäßiger Wahnsinn? Ja, eher das. Es ist eher eine Anti-Sitcom. Ja, es ist tatsächlich als Gegenentwurf zu einer Sitcom auch. Es gibt so Momente in dieser Serie, die so genial sind, so um so viele Ecken gedacht und so witzig sind, dass ich wirklich einfach nicht mehr einhalten kann. Man könnte zu jeder einzelnen Folge eine eigene Besprechung machen. It's Always Sunny in Philadelphia ist wirklich die beste Comedy-Serie, die ich persönlich je gesehen habe. Ist meine Lieblings-Comedy-Serie. Sollte wirklich jeder mal geguckt haben. Absolutes Must-See. Und da ist halt auch die Sache, warum auf Deutsch gucken, schaut es einfach auf Englisch. Gerade die Figuren. Auf Deutsch geht es noch bis zur 6. Staffel, dann kannst du es vergessen. Ja, eben. Also dann kann man es auch gleich direkt auf Englisch gucken. Und es ist jetzt auch kein schwieriges Englisch oder so. Also mit ein bisschen Englischkenntnissen sollte das möglich sein. Und unbedingt gucken. It's Always Sunny in Philadelphia. Wie gesagt, Staffel 1. Du mochtest sie direkt, muss ich vielleicht ein bisschen durchkämpfen, aber geil. Was noch? Hatte ich mir auch aufgeschrieben. Dann lass Jonas, mal den Marius machen. Jetzt ist halt die Frage. Ich hab ja echt ganz schön viele. Ich schreibe ganz noch weiter auf, weil ich will immer weitere Serien ein. Ja, wir reden. Aber nehmen wir noch mal ein ikonisches Ding, die Simpsons. Ja. Also bis zu einer gewissen Staffel. Genau. Sind diese, ist einfach, weil so viele, das Tolle an Simpsons, man kann es als Kind gucken, man konnte es als 6-Jähriger gucken, da hat man halt so diese Bartsachen cool und später hat man es wegen Humor. Ja. Und so viele
Anspielungen auch auf Filme und das ist so mit so viel Hintergrundliebe gemacht und so viele Anspielungen auch politisch allerdings und sowas. Also das Ding, South Park mag an einigen Stellen einfach viel härter sein, aber die Simpsons haben es bis zu einem gewissen Grad halt verstanden, einen richtigen Seitenhieb richtig auszuteilen und ich glaube, ich kann keine Serie so viel zitieren wie die Simpsons. Der Humor von den Simpsons war halt auch immer so vielschichtig. Ja, der ist, also es ist einfach auch eine so unglaublich hohe Gagdichte und auch wie gesagt, jeder, der Simpsons guckt, egal ob jung, ob 14 Jahre alt oder 30 oder 60, jeder findet da eigentlich was für sich. Aber du hast recht, so bis Staffel 15 oder 16 oder sowas, irgendwann ist das tatsächlich ganz, ganz mau geworden. Einmal kommen halt sehr viele Gags rein, die so mehr so in Slapstick reingehen und so gar nicht toll. Und da hat diese Serie vorher auch so richtig emotionale Szenen. Auf jeden Fall. Ja. Da gibt es die mit Maggie eine Folge, wenn Homer sich drum mehr und mehr gekümmert. Oder das ist das am Ende, wo er da sitzt und da steht, don't forget, you're here forever. Und er hat halt so viele Bilder von Maggie draufgeklebt, dass da dann am Ende da stand, do it for her. Also richtig schön. Oder wenn er Kugelfisch isst und denkt, er stirbt und ist das auch... Die letzte Nacht, auch tolle Serie einfach. Ja, absolut. Man muss nicht viel mehr zu sagen. Ja, also das läuft schon seit Jahren auf ProSieben. ProSieben hat es ein bisschen totgenudelt. ProSieben hat ja diverse Male versucht, das abzusetzen tatsächlich. Da gab es sogar Petitionen dann, dass die Simpsons ins Programm nehmen sollen. Und seitdem ist bei den Simpsons auch so ein Pausenfüller. Also, also ProSieben versendet ja sich alles kaputt. Ja. Und deutsche Synchro ist halt auch eher so, bis zum gewissen Zeitpunkt ganz gut. Ja, aber wenn wir schon bei den Simpsons sind und auch bei den Machern, es gibt eine Serie, die ich ganz, ganz großartig finde und das ist Futurama. Stehe ich auch, Aber die Sache bei Futurama ist es, das hielt ich ganz lange für eher durchschnittlich und schlechter als Simpsons. Das liegt aber daran, dass es wirklich keine Serie gibt wie Futurama oder auch kein Film und kein anderes Werk, das durch die Synchronisation so dermaßen verhunzt wurde. Ja, okay. Ich habe mich da auch mal in die Hintergründe eingelesen. Das ist, Futurama wurde mit ganz, ganz furchtbaren Mitteln synchronisiert. Das war nämlich so, dass da Leute am Werk waren, die von technischen, selbst basalsten, also so banalsten Dingen einfach keine Ahnung hatten. Das war ganz, ganz offensichtlich. Okay. Es gibt auch, ich hatte mal eine Seite entdeckt, die das mal gesammelt hatte. Ich habe nämlich auch mal tatsächlich alle Futurama-Folgen, die existieren, mal von Anfang bis Ende geguckt, im Originalton, da festgestellt, was für eine geniale Serie das ist. Genial. Ich habe es bisher nur auf Deutsch gesehen. Auf Deutsch ist nur mal ein Beispiel. Es sind so viele Momente. Es gibt zum Beispiel den berühmten Satz, das ist auch so ein Klassiker, ist, Bender kriegt irgendwo einen Schlag drauf und sagt, my ports hurt, also meine Ports tun weh. Von mir aus, wenn du es übersetzt, weil Ports schwierig ist, sagt, meine Prozessoren tun weh oder meine Schnittstellen tun weh. Es wurde übersetzt ich weiß, auf was es hinausläuft. Es wurde übersetzt mit, meine Häfen tun weh. Oh Gott. Oder try Control Alt Delete. Versuchen Sie Steuerung Alt Entfernen. Das wurde übersetzt mit, probieren Sie die Kontrollalternativlöschung. Und das ist in Futurama, in jeder Folge gibt es mehrere Stellen, an denen so fatale Fehler gemacht wurden. Das hast du bei den Simpsons auch. Da gibt es eine Folge, da wird übersetzt, ein Riss im Zeitraumkontinuum mit Träne, weil Tear. Ah, eine Träne im Raumzeitkontinuum. Das gibt es auch bei Family Guy. Das ist unfassbar. Das klingt ja voll philosophisch. Ja, da fällt. Du denkst so, ich verstehe es nicht. Das gibt es bei Family Guy. Peter Griffin wird reich durch irgendwas und kauft sich eine David-Statue oder sowas und da fällt der Pimmel ab. Irgendwie sowas war das. Und auf jeden Fall landet halt so ein Statuenpimmel bei seinem Chef durchs Fenster direkt neben ihm, als er auf der Couch sitzt und ein Buch liest. Und der Chef ist ja so. Das ist ja, der Running Gag ist ja, dass der Chef so ein versteckten Homosexuell ist, bei Family Guy. Da ist der Chef von Peter Griffin schwul. Auf jeden Fall nimmt er sich diesen Pimmel und hält den so an sich und sagt im Original, I will call you Eduardo. Das wurde übersetzt mit, ich werde dich anrufen, Eduardo. Ernsthaft. Nicht, ich nenne dich, ich werde dich Eduardo nennen, sondern ich werde dich anrufen. Wie so ein Handy ist. Ja, genau. Ja. Es gibt der Übersetzungschef von den Simpsons, also der ist Synchronstudienleiter, der ist inzwischen tot, aber der war halt auch kein Freund von englischen Worten und deswegen werden also Muffins sowas mit Törtchen übersetzt und sowas bei den Simpsons ersten Folgen. Witzigerweise ist halt super viel so unnötig eingedeutscht. Ja, bei einer schreckenden Familie, da ist frisst Peggy Bundy immer Pralinen. Und es wurde übersetzt mit im Original im Deutschen mit Bonbons. Auch super seltsam. Also einfach so, warum?
Warum? Also es ergibt auch tatsächlich keinen Sinn, weil sie sitzt da und du siehst halt ganz klar, dass sie da eine Praline in der Hand hält und Schokolade isst. Das habe ich mich als Kind immer gewundert. Warum wird da immer Bonbons gesagt? Tja, da hast du die Antwort. Nicht immer gut. Aber wir wollen jetzt nicht wieder das große Thema stark abgeschweift. Genau, okay. Also wir haben Futurama und Simpsons. Schau dir mal, schau dir mal Futurama an. Das ist auch eine ganz tolle Star Trek-Folge. Ja. Die so klischeehaft Star Trek ist, das ist so toll, macht so viel Spaß. Ja. Und es gibt auch in Futurama-Folgen, die haben Preise gewonnen, die so gut sind. Wo wir eben bei Simpsons traurig waren, Futurama hat die traurigste Folge in einer Zeichentrickserie. Mit dem Hund. Mit dem Hund. Oh, mit dem Hund. Definitiv. Seymour. Absolut wirklich zum Heulen. Aber ich finde auch. Die letzte Folge hast du bis zum Ende geguckt? Ja. Letzte Folge ist auch sehr, sehr schön. Also, das ist, finde ich, diese Serie. Das war ja, nachdem es wiederbelebt wurde. Wurde das nicht sogar zweimal wiederbelebt, die Serie? Ja, ja. Also, die unterscheiden sich ja teilweise. Mehrfach abgesetzt worden. Genau. Und dann gibt es noch. Ich habe die Filme nicht gesehen. Also, Ben das Big. Sonst was heißt das? Habe ich gesehen. Das ist aber auch, das sind ja mehrere Folgen, die zusammen. Ja, das ist aber auch im Prinzip eine Staffel. Es gibt halt auch so geile Gags bei Futurama. Das ist, Bender wird gefragt, ob er dieses, das war in Staffel 1 oder 2 oder sowas, ob er diesen Metallstab benden kann. Benden heißt ja, to bend, heißt ja im Englischen biegen, genau. Ob er das biegen kann. Und er sagt, are you kidding? Bending is my second name. Irgendwie sowas. Und dann kriegt man später raus, dass er in Mexiko hergestellt wurde und eigentlich Rodriguez mit Nachnamen heißt. Und dann wird tatsächlich in der Serie wird der immer genannt Bender Bending Rodriguez. Das ist sein offizieller ganzer Name. Und ich finde das so zum Schießen. Auch immer wieder, wenn du so einen Ausweis von dem oder sowas siehst, steht da Bender Bending Rodriguez. Das ist so witzig. Aber ja, was haben wir noch an Serien? Weiter, machen wir ruhig weiter. Jonas, du bist mal dran. Master of None. Großartig. Muss ich sagen, eine sehr außergewöhnliche Serie. Die ist von Aziz Ansari. Genau, den kennt man vielleicht auch aus Parks and Recreation. Es geht halt um sein Leben. Das ist so ein, ach doch, so also ist Aziz Ansari ist, Ist eine Netflix-Serie. Mhm. Es geht halt so um sein Leben, was ihm halt alles so passiert. Also es ist jetzt nicht, man kann es nicht sagen, es ist eine Comedy-Serie. Ja. Es ist von allem mal ein bisschen. Es ist ein bisschen Drama, ein bisschen Love Story, ein bisschen Comedy. Ja. Die Sache bei Master of None ist, also es ist, Aziz Ansari ist ein Inder, und das sage ich offen raus, weil er halt auch, das ein wichtiger Teil seiner Comedy ist und seiner, allem, was er erzählt, so seine indische Herkunft. Ist ein kleiner Kerl, der extrem clever und witzig ist. Ich mag auch seine Stand-Up-Auftritte sehr. Ich finde den sehr, sehr witzig. Man kennt ihn aber auch irgendwo in, was man hier. Was hat er denn noch gemacht? Also ich kann natürlich. Ich kannte ihn vom Sehen her. Also ich habe die Serie auch bei Netflix gesehen, so, ich kenne ihn. Parks and Rec ist doch. Ja, stimmt, genau. Parks, genau, ja. Ja, genau. Und der spielt halt auch einen Schauspieler in L.A., der versucht da irgendwie durchzukommen, aber irgendwie die ganze Zeit nur in Werbung mitspielt und dann auch irgendwann in dem Film The Sickening! The Sickening! It's happening! eine Staffel gibt es erst, 10 Folgen, glaube ich, aber die. Wurde jetzt auch verlängert, aber so jede Folge hat irgendwie so sein eigenes Thema. Ja. Das ist immer so ganz interessant. Und geht halt auch teilweise in extrem interessante. Ja. Nimmt extrem interessante Entwicklung. Zum Beispiel in Staffel 2, nee, Folge 2, glaube ich. Da wurde mir das erst so richtig klar. Da geht's, da spricht er mit seinem Vater, also er und sein asiatischer Freund, also so chinesisch ist er, glaube ich, der und sein bester Kumpel sitzen zusammen und reden irgendwie dann über ihre Väter und so. Ja. Und die Väter antworten irgendwie zurück, ach, als ich so alt war wie ihr jetzt, da war alles ganz anders und bla bla bla. Einmal ein Flashback von den Vätern. Du siehst ihre Vergangenheit. In China und in Indien. Ja. Und das ist halt auch wirklich, ich weiß nicht, wie zwei das gemacht haben, ob die wirklich nach Indien und China geflogen sind, um das zu drehen oder sowas. Und das ist halt plötzlich, diese Flashbacks sind auch extrem lang und erzählen nochmal eine neue Geschichte und so. Und das ist, es geht halt einfach in Richtungen, die man überhaupt nicht erwartet. Mhm. Es ist clever, es ist toll und mein Internet funktioniert nicht. Ich kann jetzt nicht nachgucken, weil man dann sieht. Also ich fand auch diese eine Folge, er trifft sich halt mit so einer Frau, mit der er am Anfang geschlafen hat. Mhm. Und diese ganze Folge, du weißt, auf was läuft das hinaus? Aber die ganze Folge, das ist einfach so eine Liebesgeschichte. Das ist so richtig süß, so wie die beiden so, die machen so einen Trip zusammen und erleben so Sachen. Es passiert halt echt eigentlich nichts wirklich, aber du siehst halt so diese zwei verliebten Leute nebeneinander und das ist so richtig, richtig schön. Also relativ abwechslungsreich. Ich glaube, das ist halt sehr kreativ. Sehr. Und ich finde, gerade wo wir bei dem Thema Master of None sind, sollten wir auch unbedingt über Louis sprechen. Habt ihr die schon gesehen? Nur teilweise. Ich habe gehört, es ist im Prinzip auch wie Louis, weil halt Louis auch abdriftet in die verschiedenen Genres. Also mein absoluter Lieblingscomedian wahrscheinlich aller Zeiten ist Louis C.K. Ja. Ich finde Louis C.K. genial.
wirklich genial. Ich finde, halte extrem viel von diesem Mann. Und der hat eine Sitcom namens Lucky Louie. Von der habe ich auch nur ein paar Folgen gesehen, aber auch einfach aus dem Grund, dass ich nicht mehr davon aushalte. Das ist nämlich wirklich ganz, ganz klassischer Sitcom-Quatsch. Und das passt auch überhaupt nicht zu Louis C.K., wie ich finde, auch wenn er dran mitgeschrieben hat und so weiter. Ich mag es nicht. Mhm. Da blitzt so die Genialität eines Louis C.K. nur hin und wieder auf. Dann hat er, das wird auch nach einer Staffel oder anderthalb oder sowas abgesetzt. Und dann hat er das Angebot bekommen für eine neue Serie. Und er hat seine absolute Bedingung war, wir machen das so, wie ich will, sonst gar nicht. Und tatsächlich hat er das bekommen und Louis läuft jetzt seit 4 Staffeln, glaube ich, oder sowas. Also ich habe 4 gesehen. Das ist übrigens auch von FX, die auch It's Always Sunny. Die auch It's Always Sunny. Und FX ist ja gerade so als der Sender bekannt, der extrem viel machen lässt. Also die lassen ihren Machen immer extrem freie Hand. Und Louis war in der ersten Staffel noch wirklich von oben bis unten voll mit vielen Gags und lustigen Stellen und so weiter. Und das wird immer mehr zu Realität, zu Alltagsbeobachtungen eines alten Mannes. Es ist mittlerweile eher öfter Drama als in irgendeiner Weise Comedy, aber halt auch, es ist so, oh, ich habe da echt das Gefühl, Louis C.K. schreibt sein Herz raus. So wirkt es zumindest, also so gut ist es auch geschrieben. Da muss ich allerdings sagen, bei Louis, also jeder, der Louis noch nicht gesehen hat und dem vielleicht mal eine Chance geben will, die erste Folge ist kein Maßstab. Die erste Folge ist, ich finde die ganz, ganz seltsam. Es ist nicht Louis, aber so ab Folge... Das ist das mit dem Schulausflug in den Bus, ne? Das ist das mit dem Hubschrauber auf jeden Fall. Ah, und okay. Dem Date. Ich glaub, da kommen einige Date. Sachen, ja, ich glaube. Ja, also es ist ein bisschen, es ist auch tatsächlich so zu abstrus und wirr. Aber die Serie wird tatsächlich noch in der ersten Staffel wirklich zu was ganz, ganz Besonderem und Tollem. Also Louis sollte man echt auch sehen. Ich möchte auch unbedingt über die Serie Rick and Morty sprechen. Ja. Hast du die schon gesehen mittlerweile? Nee, ich stehe von der Liste. Gut. Aber ihr guckt immer gern so lustige Sachen. Ich gucke ja dann eher so die ernsteren Sachen, glaube ich. Deswegen brauche ich immer so. Rick and Morty ist durchaus auch zwischendurch. Rick and Morty ist keine reine Komödie. Halt so, ja. Also Rick and Morty ist halt. Es ist quasi zurück in die Zukunft auf Crack. Auf Crack allerdings. Es ist, ja, es ist halt sehr viel Science Fiction drin, gerade so alles, was mit Paralleluniversen zu tun hat. Zeitreisen, alles Mögliche. Es geht um Rick Sanchez, einen alten Mann, aber der Alkoholiker ist, aber auch genialer Wissenschaftler, also halt extrem genial, also Doc Brown-mäßig extrem genialer Wissenschaftler, der seinen Enkel Morty mitnimmt auf die verschiedensten Abenteuer durch die verschiedensten Paralleluniversen. Also diese Serie ist halt auch extrem... Also man muss es gesehen haben, um es wirklich so erfassen zu können. Allerdings. Also kann man nicht viel drum herum erklären. Einfach mal gucken. Da passieren so abstruse Sachen. Sehr verrückt, definitiv, aber auch... Eine Folge spielt komplett in dem Körper eines Obdachlosen, in dem ein Freizeitpark drin ist. Ja, das stimmt. Rick Sanchez baut ein... Ja. Wahrscheinlich auch da eher Englisch gucken, ne? Also ja. Also, auf Netflix gibt es ja... Das Problem ist, ich bin da der falsche Ansprechpartner, weil ich jetzt sage, immer bitte alles im Originalton gucken. Nicht alles. Doch, alles. Nicht alles. Ja, zu 99%. Oder was meinst du? Ich finde also... So Bud Spencer mit Schnodderdeutsch oder was? Star Trek, also Original kann man auf Deutsch gucken, weil die halt auch da, das war halt diese Zeit, da hast du halt auch wirklich mal einen lockeren Ton angeschnitten. Ne? Ja. Ja, aber ich sage halt, trotzdem war das alles ja auch so. Werke, Kunstwerke immer in ihrer ungefilterten Version ansehen. Darum geht es mir. Aber das ist halt wie bei einer neuen Version, man kann ja beides sich mal angucken. Ja, klar, also. Natürlich. Ja, bei Rick und Morty finde ich es aber auch tatsächlich sehr wichtig, dass man das mal Originalton guckt, weil es ist auch, Rick und Morty werden vom selben Synchronsprecher gesprochen, also vom selben Typen. Wo ich auch mich frage, boah, wie schafft dieser Typ das? Ich musste mir tatsächlich von ihm mal so live auf YouTube angucken, wie er die eine Rolle spricht und dann die andere. Das ist total atemberaubend. Ja, das ist halt auch von der gesamten Klangfarbe der Stimme, es ist halt unnachahmlich. Es ist halt so speziell, dass man das tatsächlich auch nur so wahrnehmen sollte, finde ich. Es ist großartig. Die Rülpser, ne? Die Rülpser, ja. Rick Sanchez rülpst die ganze Zeit, weil er halt die ganze Zeit auch säuft, wie ein was auch immer. Und die Rülpser werden halt echt in jedem zweiten Satz irgendwie eingestreut. Man könnte meinen, dass das irgendwann sehr schnell nervig wird, aber wird's überhaupt nicht. Nee, es gehört einfach dazu. Ja. Gut, machen wir weiter. So, noch. Also ich sehe das auch gerade. True Detective. True Detective, ja. Ich habe zwar nur Staffel 1 gesehen, weil alle sagen Staffel 2 so, Vorsicht, Vorsicht, aber was völlig anderes. Aber wow, was für ein Monster an Serie. Allerdings. Wie komplex auch, wie geil produziert. Gut gespielt. Super gespielt. Schauspieler, das ist auch für eine Serie eine geile Besetzung. Woody Harrelson, Matthew McConaughey. Extreme Atmosphäre. Extrem gut gespielt. Ja. Aber auch schwierig, finde ich. Also es ist nicht so, das guckst du nicht nebenbei. Das ist ja auch wieder so eine Serie, wo du sagst, das ist ein Film eigentlich. Das Ding kannst du komplett
Ja, es hat eine sehr eigene Atmosphäre, definitiv. Ja, und auch mit den verschiedenen Ebenen. Das ist toll. Dann noch so ein bisschen Lovecraft reingepackt. Ja, mit Carcosa und was weiß ich nicht allem. Es ist so mystisch angehaucht. Ja. Das ist, es ist tatsächlich was komplett Eigenes. Ja. Und auch wie es spinnt, weil du denkst halt die ganze Zeit, wer hat jetzt hier was gemacht eigentlich? Mhm. Und wer ist hier wirklich schuldig? Du kannst und wer ist der Böse? Traum, ja. Wer ist der Böse? Und auf einmal dreht sich das nochmal komplett. Mhm. Also dreht sich eigentlich die ganze Zeit. Und das ist toll. Aber ich hätte es auch nicht so erwartet. Also ich bin da, ich habe mich völlig spoilerfrei gehalten bei dem ganzen Ding. So, ja, True Tech muss man gucken. Dann gehen sie, Ich habe auch nur gehört, so, oh ja, das ist eine coole Serie. Dann guckst du die erste Folge und zweite Folge, ja, das ist ganz nett. Und dann guckst du die dritte Folge und am Ende so, okay, ich kann es nicht mehr aufhören. Ja, du musst den Scheiß heute noch fertig gucken. Das guckst du einfach in einem oder in zwei, drei Tagen. Ich habe die inzwischen auch noch, glaube ich, 4 oder 5 Mal nochmal gesehen. Auch in der deutschen Synchro, die ist da übrigens ziemlich gut. Okay. Also vor allem, ich finde auch die Synchronsprecher von den beiden ziemlich gut. Ja. Wow. Ja, wow, absolut. Wow. Ja, ich bin da voll d'accord. Zweite Staffel habe ich auch nur die erste Folge gesehen. Ja. Hat mich jetzt nicht so gecatcht. Ja. Ist es eigentlich aber vielleicht muss man nochmal. Ja. Ja, ist halt eine andere. Also andere Figuren. Also ist halt so eine Serie, wo halt. Kein Zusammenhang mit der ersten. Genau. Ja, wir gar sind nicht. Halt, also nicht mal gleiche Stadt oder sowas. Quasi. Ja. Okay. Wie Tatort aus. Ganz böse vielleicht. Tatort. Ja, es ist halt. Du hast dein Hauptding und es gibt verschiedene Orte, wo es. Das spielt aber schon im selben Universum. Ja, aber es sind losgelöste Handlungen. Also das weiß man auch nicht so genau. Ja, es ist schon was Neues. Also Staffel 1 steht an und für sich und Staffel 2 steht an und für sich. Genau. Alles auch neue Figuren, neues Setting. Aber niemand erwähnt auch Staffel 1 in Staffel 2 so. Von wegen, hey, Person XY wird mal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube schon, dass da Staffel 1 hin und wieder vorkommt oder nicht. Ich glaube nicht, oder? Vielleicht müssen wir die einfach mal anschauen. Musst du mal gucken. Auf jeden Fall, Staffel 1 ist ein Meisterwerk. Sollte jeder mal gesehen haben. Ja. Auf jeden Fall. Das ist übrigens bei Fargo ähnlich. Bei Fargo ist auch Staffel 1 und Staffel 2 voneinander getrennt. Die habt ihr beide jetzt noch nicht gesehen, ne? Fargo ist großartig. Und Punkt. Wirklich Punkt. Ich bin ein Riesenfan von Fargo. Da müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Das ist eine tolle Serie. Martin Freeman und Billy Bob Thornton sind auch großartige Schauspieler. Also die in Staffel 1, in Staffel 2 ist ja Kirsten Dunst vor allem. Schaut sie euch einfach mal an. Aber das jetzt auch wenn du nur den Namen so sagst, das sagt steht ja schon ein bisschen für sich. Klar. Aber es ist halt auch eine Serie, die extrem in Winkel kommt, die man so absolut nicht erwartet. Das hat in Staffel 1, Folge 1 mit, ja gut, wenn ihr es nicht gesehen habt, dann passt schon, dann will ich es euch jetzt auch nicht verraten. Schaut ihr mal. Das sind jetzt alles diese Serien, die halt von diesem Serienboom auch profitieren, weil wir leben ja gerade in der Zeit, da ist für Serien einfach die goldene Zeit des Fernsehens. Richtig. Serien sind zurück. Habt ihr einen Klassiker noch? Also ich habe hier noch ein paar ältere Serien. Klassiker? Was ich alt habe, Akte X. Definitiv. Akte X ist auch eine. Das ist die Lieblingsserie meiner Kindheit. Es leidet an etwas, was ich heute sehr nur schwierig sehen kann, ist Monster of the Week Sachen. Also wenn du eine Folge völlig so, die ist in sich geschlossen, das kann man machen, aber diese Serie füllt halt auch sehr oft, gerade in den ersten Staffeln, dieses Monster of the Week Klischee und ist kaum Entwicklung drin. Ja. Darunter leidet zum Beispiel auch. Du meinst, dass jede Woche quasi irgendwas Neues herkommt. Es kommt ein neues Ziel. Dieses Mal ist es das. Genau. Nächste Woche ist es das. So und so ganz leicht nur diesen Story Arc. Da sind zwei Krankenwagen draußen. Ich habe Emergency Room gesagt und dann kommen gleich die Krankenwagen. Diesen übergeordneten Story-Arc, den so eine Serie eigentlich haben soll, dass der so am Rand oder gar nicht in solchen Folgen. Das merken wir auch, wenn verschiedene Regisseure oder Drehbuchautoren sind. Ja. Und ganz schlimm ist sowas bei ganz alten Serien wie zum Beispiel Raumschiff Enterprise, wo verschiedene Drehbuchautoren geschrieben haben und Regie geführt haben, auch mal unterschiedliche Leute. Ja. Und es gibt eine Entwicklung in dieser einen Folge und auf einmal machen die in der nächsten Folge was völlig anderes, interpretieren eine Handlung von irgendjemandem völlig anders. Also was, letzte Folge habt ihr euch gut verstanden, jetzt streitet ihr euch über sowas. Weißt du, in welcher Serie genau das Gegenteil stattfindet? In Babylon 5. In Babylon 5. J. Michael Straczynski hat alle 5 Staffeln, jede einzelne Folge der 5 Staffeln, zumindest im Grundriss bereits geschrieben gehabt, bevor Staffel 1, Folge 1 gedreht wurde. Es ist ein einziger Spannungsbogen in allen 5 Staffeln. Alles ergibt in Staffel 1 Sinn. Also es gibt, diese Serie widerspricht sich nicht zu keinem Zeitpunkt. Du merkst auch ganz genau, wie alles aufgebaut wird und dann, ich finde, es gibt in Staffel 4, Ende Staffel 4, gibt's so einen absoluten Höhepunkt, da sind nämlich die Schattenkriege und in Staffel 5 geht's vor allem um die anderen Sachen. Die Föderation von der Erde, andere Sachen, egal, aber dieser, die,
Kriege finden halt in Staffel 4 so ihren Höhepunkt. Das sind nämlich so Kriege mit einer sehr, sehr mysteriösen Alien-Rasse, die übermächtig wirkt auch und auch wirklich so wirkt. Man merkt halt ganz genau, wie in Staffel 1 bereits Sachen so hineingepflanzt wurden. Also quasi die in Staffel 4 wie am Ende. Game of Thrones. Wie bei Game of Thrones, ähnlich wie bei Game of Thrones. Das sind halt wirklich diese epischen Momente, aber ganz im Ernst. So wie bei Babylon 5 habe ich das bisher noch nicht erlebt. Okay. Ich kenne nichts, bei dem das so vergleichbar ist. Ich habe jetzt nicht gesehen, aber Sci-Fi zu bleiben, halt Battlestar Galactica, also die Neuauflage, nicht Kampfstein Galactica aus den 70ern, sondern die Neuauflage ist auch ein komplett rundes Ding. Es hat auch ein paar Durchhängerfolgen, aber ich finde es auch, sieht heute immer noch richtig nice aus. Die haben auch am Ende der Serie halt ordentlich Budget reingepumpt in die CGI, und sieht richtig geil aus. Ja. Im Gegensatz zu Babylon 5. Babylon 5 sieht halt mittlerweile richtig schlimm aus. Mitte 90er? Es ist komplett 90 bis 94, was glaube ich. Es ist komplett in die Jahre gekommen. Es sieht richtig schlecht aus. Battlestar ist gut. Also das ist auch eine tolle Serie, die halt komplett auch abgeschlossen ist in sich. Kann man auch sich, ist auch nicht so lang. Es gibt halt noch, es gibt noch Spin-offs und Filme dazu, die muss man nicht gesehen haben. Okay. Und ein Pilotfilm. Pilotfilm, ja. Genau, den sollte man gesehen haben, bevor man die Serie anfängt. Ja. Und halt sehr ähnlich natürlich zu Blade Runner, was so die Grundstory angeht, weil auch hier wurden halt Maschinen gebaut, die Arbeit von Menschen verrichten sollten, und die haben sich halt gegen aufgelehnt. Und es gibt halt dann irgendwann diese kompletten menschenartigen Maschinen. Muss mich halt auch an diesen Gedanken erstmal gewöhnen, aber man kennt sie ja auch aus Fallout 4 zum Beispiel zwischen. Also es ist halt, eine Maschine ist nicht aus Metall und mit Kabeln, sondern kann halt auch künstlich ein gebauter Mensch sein. Ja. Fleisch, Blut, es gibt keine Unterscheidung zwischen Terminator. Es ist kein Terminator. Ja, es ist aus Fleisch und Blut alles, aber es sind halt künstliche Menschen. Maschinen, aber du siehst, du kannst es nicht unterscheiden, du kannst nicht aufschneiden, da ist irgendwas drin. Aber wo wir bei dem Thema allgemein Science-Fiction-Serien gerade sind, mit Babylon 5 und Raumschiff Enterprise und Battlestar Galactica, warum hast du noch nicht über Stargate gesprochen? Stargate? Ja. Bist du nicht großer Stargate-Fan? Also, ich liebe Stargate. Früher habe ich Stargate vergöttert. Also von alles, was von allem, was mit Star angefangen hat. Ja. Also Star Wars war immer so die coolsten Filme. Und Stargate, der Film, den finde ich auch richtig geil. Ist halt ist ein Roland Emmerich-Film. Viele mögen das halt nicht, weil es halt ein bisschen bescheuert ist. Aber ich liebe Stargate, den Film. Und ich liebe auch Stargate SG-1, die Serie. Ich habe die lief jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL 2. Ist das die mit Herkules? Das ist Andromeda. Das ist Andromeda. Was du meinst? Oh. Herkules, den Darsteller von Herkules, kennst du den? Das ist Andromeda. Ah, okay. Ja. Die aber auch cool ist übrigens. Ich mag die. Die fand ich auch extrem cool. Nee, aber SG-1, das hab ich so oft gesuchtet. Es ist wirklich Trash. Und jeder Planet sieht irgendwie aus wie kanadische Wälder. Also jeder zweite Planet. Aber es ist halt so, mit dem bin ich halt aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt immer noch so gut finden würde, aber es wäre halt so dieses Nostalgische. Also ich habe das aber auch. Ich habe das früher auch sehr viel geguckt und ich fand, es hat was sehr, sehr Eigenes. Ich weiß nicht, wie man das genau erklären soll. Es waren die Figuren. Ich finde halt so diese Theorie, es gibt Sternentore und es gibt so andere Rassen. Das ist halt immer cool. Allerdings, aber es war halt auch super gespielt und toll geschriebene Figuren, und deswegen war ich auch komplett da gefesselt. Ich mochte das sehr. Atlantis fand ich, das war dann halt. Atlantis habe ich noch nie gesehen. Ja, das war halt. Es war okay. Es war halt die haben halt, es gab diese Hauptkrieger, die Wraith, die wurden im Deutschen die ganze Zeit als die Wraiths bezeichnet von allen, weil wahrscheinlich ein einziger Synchronsprecher das TH nicht aussprechen konnte. Ja. Und da gab es noch Stargate Infinity, glaube ich. Ja. Das war mit Robert Carlyle. Das kenne ich nicht mal. Das war auf so einem Planeten. Ja. Nein, erinnere mich nicht, Planeten, auf so einem Raumschiff, das durch das All reist. Ja. Das nicht, also die erkunden halt das Raumschiff, weil das ja so riesengroß ist. Ja. Das fand ich aber auch nie so spannend. Das war halt auch immer so ein bisschen eher so kammerspielmäßig. Ja. Aber nicht so ganz meins. Ja. Letztens, dann noch, wenn wir gerade bei Sci-Fi sind, die beste Star Trek-Serie. Du hast ja gar nichts davon. Ich bin tatsächlich kein großer Star Trek-Kenner, aber ich dachte, da gibt es nur eine richtige Antwort, und das ist The Next Generation. Also ich fand The Next Generation immer geil, aber ich mochte auch ziemlich Voyager. Ja, beides. Aber ich fand auch tatsächlich Enterprise gar nicht so schlecht. Also die allerletzte Serie 2004. Die fand ich nicht so cool irgendwie. Das Problem ist halt, ich habe die aber auch nicht komplett geguckt. Ich habe nur so die erste Staffel geguckt. Es wird gut am Ende, und dann haben sie es abgesetzt. Dann wird die machen wirklich einen Scheiß mittendrin. Am Zug ein paar richtiger Kack. Denkst du, was habt ihr euch dabei gedacht? Und dann ist sogar, es entwickelt sich und dann abgesetzt. Okay. Ist das euer Ernst? Aber es sieht immer noch ganz gut aus. Es kommt eine neue. Was machst du dir da? Machst du da große Hoffnung, dass sie gut wird? Ich hab überhaupt keine Ahnung, was das werden kann. Also wenn es halt den alten Geist von Star Trek, dieses
erforschen, die da und so ein bisschen die Charaktere entwickelt, dann wird es gut. Aber ich meine, das kann sich dann auch von Staffel zu Staffel ändern, weil es halt immer auch wieder diese abgeschlossenen Handlungen sind. Ja, also ich finde, die neue Star Trek-Serie kann auch wirklich nur funktionieren, wenn Rihanna singt. Das Einzige, wenn sie eine Hauptrolle hat, in jeder Folge, spielt sie einfach so eine andere Rasse. Oh. Oh, wir sind auf dem Rihanna-Planet. Quasi ist Rihanna die neue Whoopi Goldberg, ja? Quasi. Die ihr eigenes Fort. Man muss dazu sagen, also, zur Info, also in Star Trek Beyond im neuesten Trailer singt, ist halt ein Song von Rihanna drin. Ja. Und Marius ist halt super Star Trek-Fan. Und das passt einfach. Und wir müssen halt, wenn wir sehen, Star Trek Beyond erst am Dienstag, ne? Dienstag war es, glaube ich. Wir haben ihn gesehen. Jetzt. Was? Ja, aber nein, also jetzt gerade zum Zeitpunkt des Drehs. Haben wir noch nicht gesehen. Vielleicht ist dieser Film ein tolles Stück Star Trek, wer weiß. Ja, weil was ist denn jetzt, wenn das tatsächlich ist und wir sitzen jetzt hier und machen uns jetzt schon darüber lustig? Ja, aber ich kann ja über den letzten sagen, dass der Crap war. Ja, gut. War der gerade oder ungerade? Das, wie willst du zählen? Neu, dann ist es gerade. Dazu muss man sagen, dass Star Trek bei den Star Trek Filmen die geraden sind, ungeraden sind die schlechten, die geraden sind die guten. Star Trek 2 ist ein guter Film, der erste war halt einfach so, eine Folge genommen und die ihn lang gestreckt. Und Zorn des Khan war der zweite, ne? Ja. Und Zorn des Khan war der achte, glaube ich. 6 ist das unentdeckte Land. Der ist doch toll. Ja. Ja, was sagst du zu Deep Space Nine? Das ist tatsächlich, was ich nicht gesehen habe. Ich habe angefangen zu gucken, so, na, im Raumschiff, ich bin noch nicht so der Ferengi-Fan. Ehrlich gesagt, so, oh nee, nee. Ich will, dass ihr fliegt. Ich will, dass ihr rumfliegt. Wie gesagt, als jemand, der Star Trek eher an ihm vorbeigegangen ist, ich habe von Deep Space Nine immer gehört, dass das so von Babylon 5 abgeguckt wäre. Es hat so vom Look her auch so von den ganzen Massen her. Geht es auch um eine Raumstation auf der... Ich habe auch vorhin so einen Trailer gesehen von Babylon 5. Es hat schon extrem viele Parallelen. Also diese Aliens sehen halt alle so unterschiedlich aus, aber in dem unterschiedlichen irgendwie so gleich. Ja. Weil alle so halt humanoid aussehen. Ja. Das Problem an den, also wenn man halt sich die ganzen Serien jetzt mal angucken will, also es schleppt sich. Also ich habe versucht, Voyager mal zu gucken und es hat halt 22 Folgen pro Staffel. Ja. Und ich warte eigentlich ganz sehr, dass da die Borg wieder auftaucht. Ja. So, oh, und schleppt mich von Folge zu Folge. Das ist halt aber auch so eine Sache, die ich mir bei Babylon 5 immer wieder gedacht habe. Weil ich würde gerne Menschen so komplett ohne jegliche Bedenken sagen, schaut Babylon 5, das ist tatsächlich ein Erlebnis. Weil ich, wie gesagt, dadurch auch, ich habe es nicht mit 6 Jahren gesehen. Ich habe es erst Jahre danach, so irgendwann in meiner, so mit 18 oder sowas halt mal geguckt. Ne? Die Sache ist, es ist so lang und so viel, so viel. Da kannst du halt auch ganz aktuelle Serien, die viel kürzer sind und auch, auch moderner und so weiter, kannst du halt auch gucken. Storytelling ist viel besser geworden. Absolut. Und Babylon 5 hat halt auch Folgen, wo ich mir so denke, nee, die braucht man nicht zu gucken. Also so Punkt. So auch Staffel 1 hat teilweise Folgen, wo ich mir denke, so, was ist das? Aber halt auch diesen absolut unfassbar gut geschriebenen, epischen Charakter so gegen Ende. Es ist schwierig, da genau so wie gesagt. Also man sollte sich sowas angucken, wenn man Zeit hat. Und, oder selektiv gucken. Oder aber selektiv gucken. Würde ich eher sagen, wenn man halt schon mal alles gesehen hat und es nochmal gucken will, dann kann man selektieren. Ja. Ja. Wollen wir weitermachen? Ich habe jetzt gerade über Sci-Fi gesprochen. Hier noch eine moderne Serie jetzt und das ist House of Cards. Ah, die habe ich auch. Das ist Kevin Spacey. Toller Regisseur. Zumindest in David, den ersten also Verfolgen. David Fincher, war Fincher. Insgesamt. Also und Kevin Spacey. Ja. Toller Schauspieler. Die Rolle ist halt für ihn geschaffen. Ach, also er ist, oder er ist für die Rolle geschaffen. Hat jemand das Original gesehen? Ja, habe ich. Habe ich tatsächlich. Und? Habe ich. Sehr, 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 sehr gut. Ich muss dazu sagen, das sind 4 Folgen, glaube ich, und die gehen 1,5 Stunden oder sowas. Ne? Und ich habe halt für unsere... Pro Stück? Bitte? Pro Stück. Pro Folge. Insgesamt. Was? Nee, Folge. Eine Folge. Ah, ist, eine Folge von es heißt im Deutschen ein Kartenhaus oder sowas. Ja. Und ich glaube, eine Folge ist irgendwas so zwischen 70 und 90 Minuten lang. Und es gibt 4 Folgen, aber es gibt auch nicht so viel davon. Ne? Das ist relativ schnell durchgeguckt. Es ist sehr, 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 sehr gut. Kann man so sagen. Punkt. Wo du sagst, es ist kurz. Ja. Ich muss ehrlich sagen, das hätte House of Cards auch ganz gut getan. Es gibt halt, jetzt ohne viel zu spoilern, es gibt ein Ziel. Ja. Das wird erreicht. Und dann hätte man aufhören können. Ja. Oh, da fällt mir ein, es gibt zu einem Kartenhaus, also dem englischen Original, ich glaube, es gibt 2 oder 3 Staffeln. Muss ich mal gucken, wie viel es gibt. Aber ich habe auch noch nicht komplett alles gesehen, ich bin da noch gerade dran. Aber es ist tatsächlich in meinem Interesse. Ich bin jetzt gerade bei Staffel 4. Und ich fand die dritte hat so ein bisschen geschleppt. Die hat gezogen. Aber ich fand die vierte, die hat wieder ein bisschen angezogen. Die dritte fängt gut an. Ja.
Aber ich fand bisher die zweite, die hat so die meisten What the Fuck-Momente gehabt. Echt? Ich finde die erste ist immer das Bundeste. Ja, ich finde die erste ist cool, richtig cool. Also die macht. Ja. Die macht Spaß. Ich hab mich auch lange nicht dran getraut, weil ich immer so gehört habe, ja, so Politik und sowas. Es gab ja, es gibt ja Leute, die sagen, verstehen es nicht und machen es nicht. Das, was, Leute, das, was in Game of Thrones. Stichwort Hochzeit ist, war für mich in House of Cards genauso auch starker Mindfuck-Moment war Zug. U-Bahn? Ja. U-Bahn. Zug ja. Oder U-Bahn. Bodyguard. Oh! Das war so geil. Was ist denn da los? Was ist mit dem letzten Bier? Kann ich das haben? Ja, dann trinken wir das. Ja, gerne. Ja, also die Serie. Aber die ist auch, ich weiß gar nicht, was die kostet pro Folge, aber das wird ja alles nicht im Original. Glaube ich, 100 Millionen pro Staffel. 100 Millionen? Ja. Das ist so, aber das Intro ist richtig geil gefilmt. Ja, man sieht, so gut aus. Ich finde, man sieht auch in jeder Sekunde, die du auf dem Bildschirm hast, sieht man, dass da einfach Geld drin gesteckt hat. Die faken noch gut, ne? Die haben das komplett in so einer Lagerhalle aufgebaut. Ja, und das genau, sieht so gut aus. Ja. Ich meine aber, guck mal, ich finde, das sieht besser aus als mancher Top-Hollywood-Film. Definitiv. Und es ist auch super geil gecastet. Der russische Präsident wird gespielt vom Bruder von Mads Mikkelsen. Genau, der ist der Bruder. Super. Der Putin-Seitenhieb ist sowas von krass. Und so gut. Und das Witzige ist, ich habe das nicht bis dahin geguckt. Ich habe in Staffel 3 irgendwann aufgehört, aber ich habe es halt noch vorwärts geguckt. Aber ich finde, bitte? Der Russe kommt vorher. Nee, der kommt in den dritten. Nee, Staffel 3. Ich dachte, er schon 2. In Staffel 3 habe ich irgendwann in der Mitte aufgehört. Ich habe es noch vor, weiter zu gucken, aber ich fand tatsächlich, dass in Staffel 3 schon schwächer geworden ist. Ja, tatsächlich so ein bisschen was aber wie gesagt, die Finne hat. Die Sache für mich ist, dass diese Serie halt an einem gewissen, ich will es jetzt nicht spoilern, für die, die es noch nicht gesehen haben, weil es ist halt eine aktuelle Serie, will ich jetzt echt nicht spoilern, aber es kommt ja einen Moment in Staffel 2, wo man denkt, so von wegen, jetzt ist, was wir jetzt noch erzählt werden. Genau. Und da war für mich halt diese Serie zu Ende und alles danach, ja, also ich werde es noch gucken, auf jeden Fall, klar, aber es ist halt für mich, da war es für mich halt so abgeschlossen, das war dieses Ende. Das ist für mich House of Cards, was da passiert. Ja. Tolle Serie, aber wir also haben... Ein Punkt, oder praktisch ist halt geil, dass die Serie halt, die hat halt das große Glück, dass sie halt genau zum Wahlkampf in den USA spielt jetzt. Ja. Und das, ich finde das halt so. Die haben das ja, die haben auch so aufgezogen, auch so mit der ganzen Seite und so mit ihrem ganzen Design so. Ja. Ist geil. Ja. Fuck you, ne? Machen wir weiter. Wir haben apropos Lars Mikkelsen, da will ich mal gleich zu Mads Mikkelsen kommen. Mhm. Und zwar Hannibal. Zu Hannibal. Ich hab Hunger. Ja. Noch nicht gesehen. Ich hab's gesehen. Keine Folge. Extrem cool. Also das ist halt, ich finde Mads Mikkelsen als Hannibal finde ich extrem gut. Also was sagst du da zur englischen Originalversion? Er hat ja schon einen Akzent. Er hat diese skandinavische englische Lispeln so ein bisschen. Hat mich nicht gestört. Hat mich jetzt nicht gestört. Ich fand so auch die erste Staffel, die war halt immer so wie dieses Monster of the Week. Ja. Also genau, halt so genau. Und super schnell abgehandelt. Und, aber ich fand, die Stärke hat es halt erst so in der zweiten Staffel so wirklich entfaltet, wo es dann halt so wirklich. Du hast mir das ja gesagt. Ich habe halt die erste Staffel gesehen und gesagt, boah, nee, das hat das Monster of the Week-Ding. Hast du gesagt, guck so. Und die zweite ist richtig gut. Ja. Und ich fand auch die Darstellung vom Hauptdarsteller erstmal jetzt gar nicht so geil am Anfang. Fand ihn zu creepy, nerdig. Und ich habe halt die ganze Zeit. Aus den Filmen halt die Figuren vor Augen gehabt. Übrigens, die dritte Staffel ist quasi teilweise ein Shot-für-Shot-Remake von Roter Drache. Hm. Ja, die fehlt mir noch. Ich habe die zwei gesehen und die zweite hat auch mit abgesetzt. So, what? Ja, ja, what? Ja. Aber was man nicht skinisieren kann, die ist extrem schön gefilmt. Das ist krass gefilmt, ja. Ja. Ich habe noch nichts davon gesehen. Ich habe nicht eine Folge gesehen. Obwohl Mads Mikkelsen mitspielt, den ich auch sehr toll finde, aber Hannibal habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Relativ blutig auch, wenn ich mich richtig aber das war auch, ich kann mich noch erinnern daran, hier den Prequel-Film gesehen zu haben. Wie hieß der? Meinst du? Hannibal Rising. Ach so, der Prequel-Film. Und, du meinst den ersten Film. Das ist tatsächlich, den Hannibal Rising. Und ich hasse den. So cool. Du findest ihn cool? Nein, ich finde ihn nicht so cool. Ich hasse den. Und tatsächlich war ich danach ich war danach so traumatisiert, ich habe seitdem tatsächlich Hannibal nichts mehr gesehen. Also ich liebe das Schweigen der Lämmer und ich finde auch der Rote Drache wirklich toll. Und auch Hannibal hat auch seine Momente. Ja. Aber Hannibal Rising hat mich so traumatisiert. Ich fand den so furchtbar. Ist das von Manhunter? Was ist Manhunter? Das ist der erste. Der ist Manhunter, ne? Blutmond. Du hast Rote Drache gibt es auch nochmal. Genau, das ist der. Das ist der aus den 80ern. Ja. Der ist auch ganz cool. Ja, okay. Ich weiß nicht, ich habe den. Aber halt völlig losgerissen. Ne? Es spielt keine Anthony Hopkins, spielt nicht. Ja. Aber der ist ganz cool. Hm. Muss ich mal gucken. Okay. Definitiv.
Apropos Mörder, will ich noch mal kurz auf Making a Murderer eingehen. Hat das von euch schon jemand gesehen? Ich noch nicht. Ich habe angefangen. Aber hast du die erste Folge gesehen? Oder nur so? Angefangen, aber ich falscher Modus dafür jetzt für mich. Okay. Ist das schon etwas komplizierter. Du guckst dir diese erste Folge an und denkst dir, hä, was passiert jetzt noch? Und am Ende, da los. Also das passiert ja irgendwie alles so auf wahren, also es passiert nicht auf, das sind wahre Begebenheiten. Ja. Also die Showrunner erzählen das halt so aus ihrer Sicht so quasi. Ja. Ich kann jetzt nichts darüber sagen, ich habe es noch nicht gesehen. 10 Folgen und das hat mich so krass in den Bann geschlagen, weil du halt auch weißt, dass das wirklich passiert ist. Mhm. Also wie sie es erzählen. Ja, aber wie ist denn das? Wie viel davon ist wahr und wie hast du... Das ist halt alles, das sind alles Interviews, das sind alles so Zeugenaussagen, das ist nichts so Szenisches. Okay. Das sind Fernsehberichte, das sind Audioaufnahmen. Ja, aber auch in der Art und Weise, Interview. Was du nimmst, was du selektierst und wie du in welcher Reihenfolge du das zeigst und wie du das zeigst. Also man merkt schon, dass halt die Showrunner das in eine für Richtung eine lenken. Seite wertend machen, so ein bisschen. Ja. Und deshalb, man hört auch so nachher, dass sie manche Sachen auch nicht erwähnt haben, die wichtig sind. Ja. Aber die Serie hat mich so in den Bann geschlagen, dass ich auch noch jetzt teilweise immer noch mal wieder Stephen Avery in Google eingebe. Einfach nur, um zu wissen, wie gerade so der aktuelle, ist halt die Hauptfigur da. Okay. Also nicht die Hauptfigur. Also der richtige Plot läuft quasi noch. Die Realität also es geht immer noch weiter. Also es besieht halt alles, oder es ist real. Mhm. Es ist quasi eine Doku. Ja. Es ist eine Doku-Serie. Aber ich habe da auch nur Positives bisher von mir. Also ich auch. Ich muss dem wirklich mal eine Chance geben. Das schlägt gucken. Halt einen echt so, also ich fand vor allem die ersten Folgen, so gegen Ende hat es sich wieder so ein bisschen gezogen, weil dann halt so die Sachen alle so entschieden sind. Ja. Aber du willst halt, es geht halt noch weiter und die Serie hat halt das Ganze nochmal so aufgerollt, dass quasi jetzt nochmal durch die Serie weiter Sachen passieren und ich teilweise immer noch aber Namen es geht im von dem Prinzip Ding eingebe und was passiert gerade mit dem? Es geht im Prinzip um einen Mörder, der noch auf freiem Fuß herumläuft? Nein, es geht im Prinzip um einen Mörder, der zu Unrecht im Knast saß. Ich will jetzt nicht mehr erzählen, ich habe die Serie komplett ohne was zu wissen angeguckt, also das ist das Einzige, was ich verraten will. Es geht um einen Mörder, es geht um jemanden, der zu Unrecht im Knast ist. Also es kommt auch so in der Folge vor. Gut. Aber mehr will ich jetzt nicht dazu, das musst du einfach, das muss man erleben. Weißt du, was auch zum Teil in einem Gefängnis spielt? Orange is the New Black? Auch, finde ich übrigens ganz nett, mochte ich auch. The Walking Dead. Stimmt. Reden wir mal über The Walking Dead. Schwierig, bitte. Schwierig. Die Sache ist Folge ist richtig gut. Ich muss wieder dazu sagen, bei mir ist es so, dass ich The Walking Dead die Comics lese, schon seit langer Zeit. Bei mir ist es immer so, ich warte, also es kommen halt wöchentlich immer Comics raus, ne? Ja. Nee, alle drei Wochen. Alle drei Wochen kommt dann neue Comics. Alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen. Jetzt sind es drei mittlerweile. Ja, und es gab sogar eine Phase, in der die wöchentlich kamen. Sind aber zu anstrengend, verständlicherweise. Alle zwei Wochen kommt ein neuer Walking Dead Comic und ich warte halt immer so, bis so 6, 7, 8 raus sind. Ne? Dauert ja auch wirklich dann so Monate. Und dann lese ich mir alle wieder in einem Stück durch. Und ich bin jetzt gerade tatsächlich wieder genau dabei, so die letzten 8 nachzuholen. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, The Walking Dead ist eine Serie, die interessant ist, die man sich gerne angucken kann, die toll auch in, ich mag vieles daran tatsächlich. Also ich mag allein das, schon in den Comics gibt es Daryl nicht. Ja, absolut. Daryl ist eine tolle Figur, aber auch die Art und Weise, wie The Walking Dead zum Teil gefilmt ist, finde ich großartig. Die Inszenierung ist toll. Also auch die Zombies sind toll gemacht. Also da steckt sehr viel auch Liebe dahinter und dieses gesamte Atlanta-Gefühl, das spielt ja auch, also wird immer in Atlanta gedreht und das kommt halt auch rüber und alles. Aber die Comics, diese Storyline ist so viel besser als die Serie. Und das so viel besser. Ich habe auch die Comics alle gelesen und bin auch immer relativ aktuell. Ja. In den Comics geht das in einem Lauf durch. Da gibt es keine Durchhänger. Da gibt es ja immer einen Durchhänger. Ja. Okay, dann siehst du hier. Oh, die zweite Staffel ist so furchtbar. In der fünften geht es wieder. Und beim Comic Schlag auf Schlag auf Schlag, nächste, bam, bam, bam. Da passieren auch so zusätzlich so viele krasse Sachen oder Sachen, die in der Serie passieren, sind in noch krasserer Weise. Ja, und die Serie macht einfach viel falsch so auch, das muss man auch sagen. Storytelling. Und Andrea ist die schlechteste Figur in dieser Serie, die es gibt. Ich hasse Andrea. Ich hab die Serie geguckt, direkt nachdem ich Breaking Bad geguckt habe. Ja. Und dann diese Charakterentwicklung, also die stattfindende Charakterentwicklung in The Walking Dead. Ich habe noch nie so viele Charaktere gehasst. Ja. Also man kann natürlich den Charakter so schreiben, dass man ihn hassen will, aber so eindimensional. Und ich glaube auch nicht, dass Leute in so einer Situation
so handeln. So, so ja, dumm sind und ja, sagen, oh, also, ah, ja, es nervt einfach. Breaking Bad. Breaking Bad steht für sich, ne? Also, wollen wir einfach Breaking Bad sagen und das abhaken? Also ich meine, was soll man ja, noch zu Breaking Bad sagen? Genau, hat ihr Spin-Off gesehen? Serie, die man noch nicht ja, das stimmt. Hast du Spin-Off gesehen? Ja, die erste Staffel habe ich gesehen. Ich habe beide gesehen. Ich habe die erste gesehen. Nett, kommt nicht ist nett, ist okay. Also ich kann zu der zweiten nicht sagen, weil ich noch nicht gesehen habe. Die ist auch jetzt noch relativ frisch, ne? Die ist noch nicht so lange. Ja, ein paar Monate ist die halt schon. Aber das kann man so nebenbei mal gucken. Das ist cool eigentlich. Ich mag den Dings, den, wie war das nochmal? Ich habe das tatsächlich schon länger her, dass ich die erste Staffel gesehen habe. Da ist doch Bob Odenkirk, also Saul Goodman bei dem, wie heißt mal der alte Mann, der sich vor Elektrizität... Sein Bruder ist das. Sein Bruder ist das. Ah, okay, so war es. Sorry, ja, ich dachte gerade ein Vater. Aber okay, sein Bruder ist das. Den liebe ich, den Typen. Ich finde den großartig. Ja, der kommt halt in der zweiten Staffel... nur noch am Rande vor? Nee. Die Entwicklung oder der Konflikt zwischen den beiden, der schon so ein bisschen angedeutet wird, ist in der zweiten, wird eskaliert dann halt so richtig nochmal richtig. Also es kommt nicht an Breaking Bad ran, weil es auch an ganz andere Thematik ist, aber man kann das halt so nebenbei mal gucken, das ist cool. Ja. Und Breaking Bad, also, was soll man sagen? Ja. Das ist... Wir haben da auch schon mal wir haben ein sehr langes Closer drüber gemacht und von daher sollen wir da nicht. Ja. Wollen wir, okay, eine habe ich noch, bitte. Bevor wir HBO sind, eine der besten Serien der Welt, The Wire. Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es teilweise gesehen. Ich habe es teilweise gesehen. Es ist tatsächlich als eine der besten Serien der Welt. Ja, ich weiß. Es ist, ich habe es zum Teil gesehen. Und das Problem da war, es ist, ich musste es nochmal gucken mit Untertiteln. Guckt es nicht dieser, auf Englisch. Der Slang, es ist tatsächlich ist die einzige Serie, bei der ich sage, so es ist. Also guckt es auf Englisch mit Untertitel oder guckt es nicht auf Englisch? Wenn man Untertitel sich nicht ablenken lässt vom Bild und sowas, dann kann man es nicht mit Untertitel gucken, aber deutsche Synchro ist okay. Aber zum Verständnis, also erste Folge auf Englisch guckt so. Ja. Ich verstehe kein Wort, die so harten Slang drauf. Ja. Aber diese Serie ist toll. Die fängt halt auch, die ist halt relativ alt schon, auch 4:3, die ersten Folgen und die ersten Staffeln sogar. Ja. Aber die hat so tolle Momente, so tolle Charaktere drin und ist richtig kompliziert. Ich habe tatsächlich nur ein paar Folgen davon gesehen, ich muss das nochmal komplett gucken. Ja, guck sie an. Also zweite Staffel ist auch nicht los. Ich kriege einen krampfen Fuß. Ich habe aber auch, wo wir gerade bei der Thematik irgendwo sind, auch Sopranos. Ist absolut großartig. Habe ich teilweise geguckt, aber ich glaube, das war nicht die richtige Zeit, um es zu schauen. Schau es nochmal, setz dich nochmal hin und schau. Wie viel gibt es von Sopranos? Ich glaube, 9. Das ist halt immer so ein Monster, ne? Wenn viele Staffeln natürlich da sind. Das ist definitiv. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum ich nie in Star Trek zum Beispiel reingefunden habe. Weil immer direkt, seit dem Alter, in dem ich mich für Science Fiction interessiere, war Star Trek schon immer so massiv. So, man will ja auch dann direkt alles gucken halt und Star Trek so, das schreckt halt ab. Ultra riesiges Universum. Und viel experimentiert halt auch. Und ich würde, glaube ich, von niemandem erwarten, dass er sagt, hey, guck dir komplett TNG an. Mhm. Das ist, nee, heute schaffst du. Ich frage euch nochmal, wie ich da besser reinfinde. Wie gesagt, ich habe von TNG einige Folgen gesehen und auch immer wieder im Fernsehen. Du kannst erst die Filme gucken. Ich habe tatsächlich erst die Filme gesehen. Achso, erst so die Filme hintereinander und dann? Ja, vielleicht mache ich das. Ich habe ja auch ein paar Filme gesehen, also so ist es ja nicht. Ich bin ja nicht komplett ein Frischling, was Star Trek angeht, aber ihr müsst da vielleicht noch ein bisschen... Wir sprechen nochmal darüber. Okay. Sollen wir einfach noch kurz, was wir noch übrig haben? Ich habe nicht mehr so viel. Ich habe nichts mehr. Ich hatte noch Sons of Anarchy. Ja. Was eine meiner absoluten Lieblingsserien war, das auch so ein bisschen auf Hannibal, nicht auf Hannibal, auf Hamlet. Auf Hamlet basieren soll. Ist eine super Geschichte. Also hat gegen Ende so in dem Mittelteil manchmal so ein bisschen Durchhänger, aber super Figuren. Mhm. Zum Beispiel auch Marilyn Manson spielt übrigens auch mit. Mit oder ohne Make-up? Ohne Make-up als. Nee. Also man erkennt ihn gar nicht quasi. Man braucht ein Sekündchen. Können wir beschleunigen? Ja. Wir sind bei über einer Stunde jetzt schon. Genau. Super Ende aber. Ich habe noch Boardwalk Empire. Das ist einfach eine ultra geile Geschichte. Ultra super, super gespielte, schön gefilmte, mit geilen Sets und super Hauptfigur. In der ersten Folge führt Scorsese-Regie. Was will man da noch mehr sagen bei Boardwalk Empire? Ja. Das ist wirklich so ein zwischendurch auch wieder so ein bisschen Schwächen, so ein bisschen. Aber halt die auch, Serie wird dann auch komplett getragen halt von Atmosphäre, finde ich. Gangster-Serie. Ja, ich meine, wenn so man sich für Gangster interessiert, ist das super. Ja. Ich habe noch Dexter. Den mag ich nicht. Staffeln weniger gut mag getragen. Ich grundsätzlich nicht. Fand ich auch. Ich fand so die dritte Staffel mit Trinity fand ich extrem geil. Ich fand die erste Staffel extrem geil. Ja. Ich habe die Serie auch geliebt, auch immer so seine Monologe und sowas. Das Ende fand ich extrem beschissen. Ja, bei Dexter war es auch. Aber ich liebe halt die Hauptfigur. Ich bei Dexter ist ganz cool. Aber bei Dexter gibt es auch am Ende auch Geschichten von Produktionsteam, das sich entzweite. Also da war irgendwas. Ah, okay. Da war irgendein Krach oder was auch immer. Das war irgendwie.
Ich habe halt Dexter nur von der ersten Staffel ein paar Folgen gesehen und es war halt nichts für mich. Ich mag Dexter tatsächlich nicht besonders. Ja, okay. Warum? Ich weiß nicht, es hat mich überhaupt nicht gecatcht. Kein Stück. Überhaupt nicht. Aber vielleicht muss ich dann einfach nochmal gucken. Ich habe halt immer nur du gehört... Du musst bis zu einem Trinity. Ja. Trinity. Okay. Ja, ich muss halt... aber ich habe halt immer wieder gehört, wie schlecht, also dass Dexter ein unfassbar schlechtes Ende haben soll. Und ich finde. Aber nein, es ist nicht so schlecht wie alles. Schlecht hypen. Ja. Es ist halt so unbefriedigend. Ja. Und was war für euch das schlechteste Serienende überhaupt? Lost Sopranos? Lost. Sopranos? Nee. Ich weiß nicht mal mehr. Das war auch cool. Ich weiß nicht mal mehr. Also es ist halt, es ist quält einen, es macht einen fertig. Das Ende was ist das beste Serienende? Breaking Bad. Breaking Bad war so perfekt. Breaking Bad, die letzte Staffel, aber das war eine auch. Twin Peaks auch. Twin Peaks hat auch ein tolles Ende. Battlestar Galactica. Spoiler. True Detective fand ich auch richtig cool. Mhm. The Wire ist auch ganz rund. Also ja gut, alle guten Serien. Ich glaube, damit es rund ist. Das Ende von The Walking Dead ist auch richtig geil. Es wird nie ein Ende geben. Oh, was haben wir zum Spin-Off noch? Vier The Walking Dead. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab angefangen, fand's langweilig. Zieht sich. Noch schleppender. Die letzten Folgen werden so okay. Noch schleppender als The Walking Dead selber. Was ich mir drauf geschrieben habe, ist Office US. Ja. Fand ich extrem cool. Ist also auch vor toll. Allem so in den. Ich find's auch besser als UK übrigens. Ich mag Ricky Gervais. Also das ist, die Office ist halt Stromberg in, also die Originalversion von Stromberg. Ich versuche immer wieder mal so an die Zuschauer zu denken, die das nicht gesehen haben. Ist das Original. Ich habe zuerst Stromberg gesehen, fand's witzig, dann habe ich Office gesehen, habe ich mir gedacht, was ist überhaupt Stromberg? Also UK-Version ist halt das Original, das hat Ricky Gervais, ist quasi der kreative Kopf hinter dem Ganzen. Ricky Gervais ist auch ein Gott unter den Comedians. Ich finde, das Britische mag ich auch nicht so sehr wie das Amerikanische. Ja. Aber wenn man mal das hat halt einen Grund und das ist halt, das ist die Rolle seines, also die Rolle des Lebens von Steve Carell. Absolut, er spielt halt den Chef, den Stromberg, wobei man auch sagen muss, US und UK, das unterscheidet sich schon stark und auch Ricky Gervais hat an dem US übrigens mitgearbeitet, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, das steht aber mal als Producer da. Das Deutsche hat nicht mitgearbeitet. Das Deutsche, die haben geklaut, mussten die es sogar hinschreiben, dass es inspiriert ist von The Office. Und Stromberg, ich meine, ich finde, Stromberg entwickelt sich irgendwann zu etwas Eigenem und zu etwas Tollem und ich finde, mag Stromberg auch, ich finde auch Christoph Maria Herbst ist super, ein toller Schauspieler. Aber die Office US ist nicht einzuholen. Ja, das ist eine großartige. Das ist halt Steve Carell, Michael Scott. Michael Scott. Acht Staffeln? Neun Staffeln. Die letzten Staffeln sind. Ich habe hier noch Seinfeld. Das war nie meins tatsächlich. Echt? Ist auch schwer. Also, weil das kam zu einer Zeit hier in Deutschland. Also, Deutsche sind uns ja auch da knicken. Ja. Es kam hier raus, das ist halt schon. Älter, ne? Und das ist halt, aber trotzdem. Wieso Sitcom mit Jerry Seinfeld, die ihn reich gemacht hat. Aber es ist halt trotzdem, es hat halt seine, der Suppen-Nazi. Ich meine, das sind auch ikonische Sachen. Man, ich habe das schon teilweise gesehen, das lief ja auch im Fernsehen rauf und runter, aber nie reingefunden. Habt ihr Enthusiasm gesehen? Was? Mit Larry David, ne? Ja, nee, das ist ja der Macher quasi von Seinfeld. Noch nicht. Das ist toll. Das ist auch so, kann man zwischendurch mal gucken. Der Typ wäre einfach. In vielen Situationen einfach ein Arschloch ist und in so mit seiner Art halt richtig in Fettnäpfchen tritt, kann man so zwischendurch mal gucken. So, hau auf Englisch. Okay. Ich muss ja abbrechen hier. Mein Gott. Reden wir über unsere, ich meine, wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben über eine Stunde, das war jetzt schon länger. Unsere Lieblingsserie ist tatsächlich bei allen dreien. Game of Thrones. Ja, ich will darüber meine, auch, wir haben jetzt bei der Filmprobe 30 Videos drüber gemacht. Haben wir 30 Videos über Game of Thrones gemacht? Es sind allein 10 Folgen Besprechungen. Also viele. Ich glaube, wer das jetzt noch nicht gecheckt hat, dass wir hör auf mit dem Blatt zu rechnen. Das ist laut und nervig. Das ärgert den Typ des Schnellen. Ja, aber es ist halt. Wollen wir darüber groß reden? Nee, groß nicht. Wenn ihr sehen wollt, wie toll wir Game of Thrones finden, schaut euch einfach doch unsere Throne Weeks Playlist an. Da ist sie verlinkt. Ist alles zu finden, was man. Ja, was wir schaut denken, euch unsere Throne Week Place an. Wir können auch mal den Link verlinken. Wir haben hier einen coolen Link. Das ist der www.bit.ly/Valadoheris. Ne? Ja. Das wäre sehr schön, wenn ihr das machen würdet. Aber ich glaube, jeder, der dieses Video guckt, hat auch schon die Throne Weeks gesehen. Kann man ja nochmal gucken. Wollen noch mal gucken. Oder dieses 84-minütige Video, was wir gemacht haben, über die gesamte Vorgeschichte von Game of Thrones. Tatsächlich unserer Lieblingsserie. Wir sind jetzt, also ich bin fertig ein bisschen. Ja, kaputt. Serien anstrengend und wir haben jetzt uns ein bisschen 2 Stunden durchgelabert. Wir haben uns ein bisschen anders vorgestellt. Wir haben noch ein paar andere Fragen. Vielleicht werden wir die noch die mal machen. Können wir vielleicht noch ändern machen. Wir es am Konzept noch ein vielleicht bisschen. Vielleicht kommt ja diese Folge auch nie online, ne? Wer weiß. Ne? Vielleicht bleiben wir mal sehen. Ja, ihr solltet auf jeden Fall uns auch auf unseren Social Media Accounts abonnieren. Da seht ihr, was Marius und ich immer wieder da machen und da kommen immer wieder Film-News und Sachen hinter den Kulissen.
Listen. Da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Zum Beispiel am Montag bei den Film-News hier auf die Filmfabrik. Mit mir, dem Alper, dem Marius und dem... Warum sagst du seinen Namen? Ich weiß es nicht. Jonas. Ich bin müde. Ich will nach Hause. Tschüss. Vala Morgulis.